Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bundesminister Gabriel, Sie haben, wie ich finde, berechtigt den Zusammenhang zwischen Ihrem Etat und den aktuellen Flüchtlingsfragen beschrieben. Und die gute Absicht dabei will ich Ihnen auch nicht absprechen, aber bei den Konsequenzen mangelt es erheblich. Die gravierendste Ursache von Flucht und Vertreibung sind bekanntlich Kriege. Und die Koalition hat auch zu Recht in dieser Haushaltswoche ganz häufig gesagt, es geht darum, Fluchtursachen zu überwinden. Und für Kriege braucht es Waffen. Und Deutschland liefert nach wie vor Waffen, auch in Kriegsgebiete. Zum Beispiel führt Saudi-Arabien mit deutschen Waffen Krieg in Jemen. Das Wirtschaftsministerium ist für Waffenexportgenehmigungen zuständig. Freilich nicht allein, aber maßgeblich. Und Sie sind, Herr Bundesminister, auf diesen Vorgang eingegangen. Und ich will Ihnen auch belegen, dass Sie die Zahlen, die Sie hier ausgewählt haben, ausdrücklich in Ihrem eigenen Sinne geschönt haben. In der Welt am 24.06. werden Sie zitiert, Herr Bundesminister, mit den Worten: Waffenexporte dürfen kein Mittel von Wirtschaftspolitik sein. Wie wahr? Fakt ist aber, und auch das ist nachzulesen, dass im ersten Halbjahr 2015 für 6,5 Milliarden Euro Waffenexporte genehmigt wurden. Das sind genauso viel wie im ganzen Jahr 2014, Herr Bundesminister. Das ist die Wahrheit, und da hilft es auch nicht, wenn Sie sich mal einzelne Zahlen heraussuchen. Nachzulesen ist das im Spiegel vom 9. August diesen Jahres, und zwar in Auswertung einer Anfrage meines Fraktionskollegen Jan van Aken. Und der Spiegel vermutet, und ich denke mal nicht zu Unrecht, dass es sich hier bei 2015 um ein Rekordjahr deutscher Waffenexporte einigt. Und jetzt sagen wir Ihnen, Herr Minister, konsequent im Sinne von Bekämpfung von Fluchtursachen wäre doch wirklich zu sagen, Schluss mit den Waffenexporten, verbieten Sie diese. Das wäre eine Konsequenz. Und eine zweite Konsequenz im Umgang mit dem Flüchtlingsproblem wäre doch, sich mit Industrieverbänden und Kammern dafür einzusetzen, dass Flüchtlinge und Asylsuchende schnell in Arbeit und Ausbildung kommen. Das will die Industrie bekanntlich. Aber Sie wissen wie wir, dass das Asylrecht, das Zuwanderungsrecht dem enge Grenzen setzt. Und zusammen mit der Bundesministerin Nahles und auch mit den Vorschlägen, die der Chef der Bundesagentur weise gemacht hat, müssten Sie sich doch jetzt auf den Weg machen, hier wirklich ein großes Programm aufzulegen, um das zu vereinfachen, um Flüchtlingen, Asylsuchenden den Zugang zu Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen. Und da höre ich dann immer, dass man hier die Regeln vereinfachen soll, entbürokratisieren soll. Und jetzt sage ich Ihnen, das wäre genau die Stelle, wo Sie beginnen sollten. Die Linksfraktion hat zu diesem Problem Anfang Juni eine Tagung durchgeführt unter dem Titel Industriepolitik in Ostdeutschland. Und auch dort hat die Bundesagentur diese Vorschläge vorgetragen. Und wir wundern uns schon darüber, dass nicht im großen Stil diese Vorschläge aufgegriffen werden, und fordern Sie weiterhin auf, da etwas zu tun. Der Wirtschaftsetat, meine Damen und Herren, ist nach wie vor zur Hälfte für die Subventionierung staatsnaher Monopolisten vorgesehen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt. Und das so hochgepriesene zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand macht mal gerade ein Drittel dieser Subventionen für die staatsnahen Monopolisten aus, meine Damen und Herren. Das ist keine vernünftige Mittelstandspolitik. Und ich will noch ein Wort sagen zur wirtschaftlichen Situation in Ostdeutschland, wobei ich mich schon darüber freue, dass der Bundesminister heute auf dieses Thema eingegangen ist, im Unterschied zu vorherigen Reden. Offenbar hat die Kritik der Opposition doch einige Wirkung erzielt. Ich habe schon gesagt, wir haben im Juni zu dem Thema Industriepolitik in Ostdeutschland uns verständigt.
mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft. Wir haben Erkenntnisse wahrgenommen und wir finden, dass es noch immer eine große Reserve in diesem Land gibt, weil ostdeutsche Industrieunternehmen haben einen ungeheuren Erfahrungsvorsprung beim Bewältigen von Transformationen. Transformationen, mit denen wir es insgesamt in der Wirtschaft hier noch zu tun haben werden. Und wir fordern Sie auf, nutzen Sie diese Erkenntnisse, bringen Sie sie ein, nutzen Sie sie auch für eine gesamtdeutsche Entwicklung. Da ist noch vieles, vieles zu leisten. Ich will in dem Zusammenhang auch darauf verweisen, dass wir ein großes Problem in Ostdeutschland haben mit dem hohen Anteil von Niedriglohn, Zeitarbeit und Fristverträgen, weil im Osten ist nach wie vor trotz Mindestlohn diese Gruppe der Beschäftigten etwa doppelt so hoch vertreten wie im gesamten Bundesdurchschnitt. Da müssen endlich Änderungen auf den Tisch gebracht werden, meine Damen und Herren. Herr Bundesminister, Sie sind häufig auch dabei, zur Energiewende wohlklingende Worte zu sagen. Sie haben jetzt die Zuständigkeit für die erneuerbaren Energien. Aber wir möchten Sie, das haben wir auch auf Anfrage herausgefunden, darauf hinweisen, dass beim Umweltbundesamt die vorgesehenen Haushaltsmittel aus Ihrem Ministerium noch immer nicht angekommen sind. Also nicht nur flotte Sprüche machen, sondern die Hausaufgaben erledigen. Und dass Sie das nicht vergessen, Fluchtursachen können Sie vermindern, indem Sie Waffenexporte einstellen und verbieten. Michael Fuchs ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.